Ich habe getestet, wie viele Böller ein Autositz überlebt. Bei diesen Experimenten habe ich immer einen Feuerlöscher dabei und dieses Mal musste ich ihn zum ersten Mal benutzen. Ich habe den Splint wie bei einer Granate gezogen und dann das Feuer abgespritzt. Der Sitz hat aber einfach weitergebrannt. Dann habe ich nochmal ordentlich reingespritzt. Das hat geholfen. Der Autositz hat es aber trotzdem nicht überlebt.